Dieser Minecraft-Seed macht das Unmögliche möglich. Naja, unmöglich auf der Bedrock Edition gibt es ja eigentlich nicht, da ist ja alles möglich. Aber während der Spawn des Seeds noch relativ unscheinbar ist, findet man unter diesem Dorf bei den eingeblendeten Koordinaten was echt Interessantes. Hier wurden nämlich einfach mal zwei ganze Strongholds direkt übereinander generiert. Dies bedeutet auch, dass du hier natürlich zwei Endportale findest. Solch eine Generierung ist allerdings nur auf der Minecraft Bedrock Edition möglich, während Strongholds ja auf der Java Edition ringförmig zufällig in allen Biomen generiert werden und immer einige tausend Blöcke zwischen ihnen liegen, ganz grob erklärt, werden sie auf der Bedrock Edition komplett random generiert und können zu jeder Zeit an jeden Ort generiert werden. Meistens ist das in dieser Version sogar irgendwie immer unterm Dorf, warum auch immer. Was sagt ihr zu diesem Seed? Gerne mal in die Kommentare und ansonsten noch reinfolgen und liken, um den nächsten nicht zu verpassen.